Ein immer offenes Zoom-Meeting planen. Das ging früher. Es geht auch jetzt, aber die Einstellung ist richtig, richtig versteckt. Immer wieder spaßig, wenn solche Tools Einstellungen verstecken, oder? Es ist ja nicht nur Zoom, es sind viele Tools, die plötzlich die besten Einstellungen irgendwo verstecken, wo man sie eigentlich nicht findet. Aber ich habe es für dich gesucht. Hast du auch schon einen Zoom-Link gebraucht, um mit Kunden in Kontakt zu treten, regelmäßig und das nicht mit genauen Zeitangaben planen wollen, sondern einfach, dieser Link gilt immer. Jede Woche brauche ich das. Ja, was? Du? Du brauchst das. Ja, wie geht das? Früher konnte man das hier bei Planen. Blabla Meeting. Immer gleicher Link. Dann kann man das einmal mailen an die Kunden und da trifft man sich immer zur abgemachten Zeit, muss nichts anpassen, aber vielleicht ist die abgemachte Zeit nicht immer genau wöchentlich um 4 Uhr. Also man konnte hier wiederkehrendes Meeting und dann no fixed, keine fixierte Zeit und dann verschwand all das. Macht dann auch keine Kalendereinträge und solche Dinge. Wollen wir alles nicht. Diese Option ist versteckt. Du siehst sie nirgends. Nirgends. Also, hier geht das nicht. Aber es gibt die Möglichkeit, in den Einstellungen von Zoom, also ich habe jetzt langsam hier oben das kleine Zahnrädchen. Auch hier ist es nicht. Du musst dranbleiben. Irgendwo hier gibt es mehr Einstellungen ansehen. Okay, hier musst du hin. Ein bisschen blöd. Und dann sind wir hier. Du musst wahrscheinlich einloggen hier auf der Website in meinem Account. Und jetzt muss ich wieder schauen, wo das ist. Nicht in den Settings. Hier landen wir, aber hier bei Meetings und hier Schedule a Meeting oder Meeting planen. Ich weiß nicht, ob das auch in Deutsch verfügbar ist. Bei mir kommt das in Englisch. Mal schauen, Deutsch. Ein Meeting planen. Klickst du hier und jetzt immer gleicher Link, so heißt das Meeting. Wann? Das interessiert mich im Moment nicht. Ich klicke wieder auf wiederkehrendes Meeting und dann will es wieder diese Wiederholungen machen. Aber hier in diesem Pulldown jetzt keine bestimmte Zeit. Wenn man das anklickt, jederzeit treffen, alles ist genau so, wie wir das wollen. Und ich mache jetzt das Demo-Link wiederkehrend. Ich zeige dir nämlich noch was. Interessantes, nützliches. Kenncode, wenn du willst, das kann vielleicht Sinn machen bei so einem Evergreen-Link. Nimm es jetzt weg. Oh, ich muss eines davon, Warteraum, lasse ich die Leute dann rein. Okay, speichern. Das hat gespeichert, hat funktioniert. Ich werde es wieder löschen, also tritt da jetzt vielleicht bitte nicht bei. Jetzt gehe ich zurück zu Zoom. Was wir hier sehen ist, hier ist dieses Meeting hier schön drin. Ich kann also jederzeit hier beitreten. Da kann ich dann auch 5 oder 6 oder noch mehr Meetings in dieser Liste haben. Find sie also immer direkt, wenn ich die Termine habe mit Kunden. How cool is that? Hast du das gewusst? Sind andere Funktionen versteckt, die du eigentlich brauchen würdest? Melde dich gerne in den Kommentaren, abonniere diesen Kanal, gib mir einen Daumen hoch und see you in the next video. Bye bye.